Der Damm scheint jetzt nur noch einen Katzensprung entfernt zu sein. Ich muss mich beeilen, denn die Aurora wird bestimmt nicht lange warten. Wahrscheinlich nicht, ne? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Let's Play Mafia. Hier mit Metro Exodus natürlich. Ja, wir müssen heute noch weitermachen. Ich hatte aber da letztes Mal was gehört. Da war irgendwie ein Brüllen oder was auch immer vor dem Bären. Oder von dem Bären vielleicht sogar, der tatsächlich doch nicht tot ist. Ich dachte, den hätten wir erledigt. Diesen mutanten Bären, erinnert sich. Dauert natürlich wieder mit dem Laden. Ihr kennt das ja mittlerweile. So, da geht's weiter. Jetzt mit Metro Exodus, liebe Leute. So, ich muss mal gerade kurz gucken, in mein Inventar gucken überhaupt. Keine Dings mehr. Ich mach mir gerade mal kurz neue Molotov-Cocktails. Sie wissen ja, dass es jetzt funktioniert. Ich habe ja genug Teile. Da habe ich gar keine Molotov-Cocktails mehr. Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ich muss es so weit machen. Scheiße, ich hoffe, dass ich... Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Bären treffe. Oh nein. Guck mal da oben links.
Ja, gut, das war wirklich klar. Boah, Alter, was geht hier ab, ja? Jetzt mal die ganzen Spinnenweben wegfackeln. Chemikalien hier holen. Ja, ist klar. Was? Das war natürlich keine Absicht. Ich bin nicht scheiß Spinnweben, ey. Ja, hat sich nicht geplant. Okay, jetzt wieder wird mal Dings. Ein paar Molotov-Cocktails. Straßentunnel gewesen zu sein. Kann ich den Hebel ziehen oder so? Nee, ne? Super. Okay. Oh, ich hab gerade Angst vor. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Alter, diese Mutantenspinnen, ne? Oder was auch immer. So, lass mal das alles wegflimmen hier. Dass ich mal mit dem Filter arbeiten. Hat er doch mal vollzeit. Ich weiß, ich bin mich keiner links mehr gerade. Lass mal. So, wieder ein bisschen Licht machen.
ich mich im Licht, okay. So, ich muss ja wieder ein bisschen Energie nachladen. Ganz zu funktionieren. Meine Kacke. Jetzt mal hier alles wegflimmen, mache ich wieder an Spinnweben. Krieg ich auch weg, jawohl. Auch da. Wunderbar. Das ist momentan so das einzige Licht, was ich das Gefühl, habe ich das Gefühl, dass das einzige Licht momentan ist. Was ist das hier? Hau ab von mir! Kusch! Das Feuer rettet mich gerade das einzige vor diesen Viechern. Ich brauche dringend Licht, ey. Stirb, Mistviech. Friss mein Licht, du Mistding hinter. So, der ist tot. Jetzt muss ich, dass das nicht funktioniert, ey. Scheint wirklich nicht zu funktionieren. Verdammt. Damit wird er sich gleich mit dem Feuerzeug arbeiten. Das ist nur eine Fackel, okay. Hier nochmal, das ist so das Einzige, was mich gerade so ein bisschen... Hau ab von mir. So, habe ich es wieder nochmal. Hm. Ab von mir. Du kriegst mir... Viech, hau ab von mir! Alter! Alter Verwalter, was geht hier ab mit dem Spiel, ey? Das wird jetzt aber richtig düster. Ich dachte, okay, wir kommen hier locker problemlos durch. Aber... Ja, hau ab!
Nein, 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 bitte nicht schon wieder. Okay, weiter geht die Reise. Super. Ha, von mir. Da liege ich da gerade falsch. Nee, ich kann die Munition nicht verschwinden. Verdammt. Na gut, dass ich noch ein paar Pfeile habe. Weiter geht die Reise. Oh, nicht schon wieder. Noch zwei von denen. Komm, wir gehen mal weiter. Es war verdammt schnell. Nein! Ja, wollt er durch? Ja, will er durch? Okay. Das ist eine ungewisse Zukunft, liebe Leute. Kann ich nicht... Ich kann das Fahrzeug nutzen. Das ist so zum Kotzen. Ich will hier raus. Das ist die einzige Möglichkeit, jetzt gerade die Viecher dazu wegzuhalten. Nein. Ab von mir. Das kann ich gerade. Oh, kann ich hier irgendwas machen? Nee, kann ich nicht machen. Ah, leg mich doch am Arsch. Hau da von mir, Mann! Ich weiß, dass ich jetzt schon ein Spiel gemacht habe. Ja, super. Du hoch oder was? Ne, es ist nicht hoch, keine Leiter. Ich bin jetzt erstmal eigentlich nur hier hochgegangen, um ein bisschen Ruhe zu haben vor den Viechern, aber irgendwie, warte mal, wir müssen irgendwie einen Generator oder so suchen. Habe ich das Gefühl. Und dass wir dann hier dieses Tor aufkriegen. Was da vermutlich unsere Rettung erstmal ist. Also es scheint erstmal wieder so ein scheiß Generator, oder was? Also muss es da irgendwie... Das Kabel geht da hinten in die Richtung. Ha, hat er sich wegfacken? Okay. Ich bin ja gerade uninteressant.
Jetzt haut hier, kommt hier wieder angelaufen. Ah. Haut doch ab von mir, Mann! So, jetzt ist Ruhe. Zumindest für den Vieh. Boah, ich höre nur Stimmen gerade, ja. Keine Adresse dran. Hier, schau mal. Generator. Boy, den habe ich gesucht. Na, war mir klar. Kein Sprit oder was? Alter, am Arsch. Aber gut, das hier da nicht irgendwo einen Spritkanister? Moment. Hier, der. Den würde ich gerne haben. Der ist natürlich leer. Das ist doch alles zu einfach, wenn das irgendwas funktionieren würde. Das ist doch keine Absicht. Aber ich habe zumindest mal wieder Licht. Das ist also, das ist auch nicht so ganz unwichtig ist. Durch oder so? Ja. Viecher verbrennen, wie gesagt, an Licht. Das ist erstmal wichtig. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Das kennen wir ja von diesen komischen Spinnenviechern. Aus dem Raum mit der Karte. Warte mal, da haben wir ja nicht was Schönes. Haben wir irgendwas Interessantes? Ne? Also müssen wir so weiter rein, glaube ich, ne? Oder was? Aber irgendwie. Ja, das Ding funktioniert nicht. So eine Kacke. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns aber in der nächsten Folge dann mal um bei Let's Play Metro Exodus. Und
Hoffen wir mal, dass wir irgendwie so ein bisschen auf die Idee kommen oder auf den Nenner kommen. Irgendwie muss das ja hier weitergehen, ne? Bis dahin. Und tschüss.